Ich bin seit jetzt über 7 Jahren in Social Media unterwegs und ich habe mit Social Media mir eine neue Welt erschaffen, ein neues Business erschaffen, ein neues Leben. Das Gleiche geht für jedes Geschäftsmodell. Das Wichtigste ist einfach, dass das Unternehmen es ernst nimmt und mit realer Lebenskraft in ein Netzwerk hineingeht. LinkedIn möchte eine hohe Performance bringen, um den Businesskunden den Benefit von sehr hochwertigen Mitgliedern zu bringen. Und das gefällt mir immer besser, vor allen Dingen seitdem LinkedIn doch sehr, sehr viel umgebaut hat im letzten Jahr. Insbesondere die Unternehmensprofile geben eine unglaubliche Transparenz des Unternehmens wieder. Und wenn ich keine Strategie dafür habe, wie ich als Unternehmen mit dieser Transparenz umgehe, dann fischen die guten Recruiter, die passiven Arbeitnehmer einfach aus den Unternehmensprofilen heraus. Also das ist ein Trend, über den im Markt gar nicht gesprochen wird, wo ich aber eine sehr große Wichtigkeit sehe, dass Unternehmen sich da mit dem Mitarbeiterbestand beschäftigen. Dass sich der Markt in zwei Teile teilt. Die einen Leute, die sagen, ich habe keine Zeit dafür. Ich weiß nicht, was ich noch alles tun soll. Und der andere Teil, dem sehr klar ist, wir kommen an dem Thema soziale Medien, soziale Business-Netzwerke nicht mehr vorbei. Ich hoffe, dass der Trend sich fortsetzt, dass Business-Netzwerke stärker gesehen werden, weil gerade für große Unternehmen dort sehr, sehr große Chancen liegen, die in dem klassischen Marketingbereich meiner Meinung nach im Moment etwas untergehen. Ja.